Hallo mal wieder hier aus Straßburg von der Plenartagung des Europäischen Parlaments. Neben mir ist Gar Keller, mein Name Jan Albrecht. Wir sind mal wieder hier aus Straßburg, was diese Woche so passiert ist. Und da gab es ja Aufregungen, nicht nur in Straßburg, sondern im Mittelmeer. Irgendwie die europäischen Schiffe wurden aus den Gewässern von Marokko rausgeschickt. Warum die ganze Aufregung? Was ist da passiert und was haben wir damit zu tun? Ja, wir haben gestern abgestimmt über das Fischereiabkommen mit Marokko. Eigentlich ging es ja nur um eine Verlängerung und das war eine ganz große Geschichte, weil nämlich die Kommission in diesem Fischereiabkommen nicht nur Marokko einbezieht, sondern eben auch die Westsahara, die ja gerade von Marokko administriert wird, um es neutral auszudrücken. Ja, besetzt. Genau, und wir finden halt, das geht halt gar nicht, dass man halt die Fischereigewässer, also die Fischereigründe, Fischgründe der Westsahara quasi durch Marokko irgendwie ankauft. Das geht halt sowieso auch völkerrechtlich nur, wenn diese Einkommen dadurch den Leuten vor Ort zugutekommen. Das tun sie nicht. Das konnte uns noch niemand nachweisen. Da haben wir ganz lange lobbyiert, damit andere Abgeordnete auch mit uns stimmen. Und es war bis zur letzten Minute knapp. Wir haben ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es durchkommt. Aber wir haben gewonnen. Das heißt, das Fischereiabkommen ist weg vom Tisch. Null und niente. Und dann war halt Marokko sauer und hat alle europäischen Fischerschiffe sofort rausgeschickt. Aber ja. Gut. So ist es. Ja. Manchmal gibt es halt auch ein bisschen Konflikt, genau, den wir erzeugen. Genau. Eine andere Sache, die ja nicht so konfliktuös war diese Woche, aber trotzdem sehr interessant, was mit Strafrecht, was ist denn das genau? Ja, das ist ein bisschen neueres Thema in der EU und insbesondere im EU-Parlament, weil die Kompetenz dazu erstmal jetzt mit dem Lissabon-Vertrag wirklich geschaffen wurde, dass man gemeinsame Verfahrensregeln im Strafverfahren harmonisiert und schafft. Ja? Und eine Richtlinie haben wir diese Woche verabschiedet dazu, das ist die zweite Maßnahme, und zwar zur Schaffung eines europäischen Rechtebriefs. Das heißt, wenn du festgenommen wirst, egal wo in Europa, dann bekommst du jetzt auf deiner Sprache einen Brief, der alle deine Rechte, die du sozusagen dann hast, ja, ein Anwalt, das Recht zu schweigen und so weiter, ja, das wird dir da alles dann aufgelistet, sodass die Leute auch, wenn sie zum Beispiel in Spanien irgendwie festgenommen werden, genau wissen, das darf ich überall in Europa, und dann können sie ihre Rechte erstmal richtig wahrnehmen, ja. Was aber zum Beispiel noch nicht jetzt geregelt ist, ist die Frage Haftbedingungen. Also wenn du dann eingelocht wirst sozusagen in Spanien oder in Rumänien oder sonst wo, ja, dann ist das immer noch sehr unterschiedlich geregelt und gibt ganz unterschiedliche Standards. Und dazu haben wir dann am Tag darauf hier in Straßburg, also gestern, eine Debatte geführt und auch eine Resolution verabschiedet, wo wir die Kommission und auch die Mitgliedstaaten auffordern, endlich auch gemeinsame Haftbedingungsstandards zu schaffen. Und ich hoffe mal, da geht es einen Schritt voran. Ist natürlich immer so ein bisschen hin und her, weil die Mitgliedstaaten natürlich auch ihre Souveränität in dem Bereich nicht aufgeben wollen. Aber wir sagen halt, ey, wenn ihr zusammenarbeiten wollt, und ich meine, diese Woche wurde das neue PNR-Abkommen mit den USA auch verabschiedet und so, ja, Polizei und Justiz arbeiten immer mehr zusammen, dann müsst ihr eben auch gemeinsame Rechte den Individuen, also uns, gewährleisten. Und deswegen brauchen wir da Regelungen. Das war so ein bisschen das, was zum Strafrecht gelaufen ist. Ganz interessant für die, die es interessiert. Sicher können wir da noch mehr Infos schicken. Aber nochmal zum Stichwort Fischerei. Ich habe gehört, heute, also Donnerstag, stimmt der Fischereiausschuss, nee, der Fischereirat, der Ministerrat, über ein Thema ab, mit dem wir uns schon knapp 2 Jahre beschäftigen und das eigentlich mit Fischerei gar nichts zu tun hat, ne? Ja, da geht es um das ACTA-Abkommen, also das Anti-Piraterie-Abkommen. Ihr erinnert euch vielleicht, da gibt es so ein Abkommen mit so einer Koalition der Willigen, die da härtere Standards setzen wollen bei der Pirateriebekämpfung, aber eben nicht nur bei gefälschten, nicht nur im Mittelmeer und nicht nur bei gefälschten Gucci-Taschen, sondern es geht ja eigentlich viel weiter, ne? Ja. Ja, es geht ja um Medizin zum Beispiel, Generika, die in Indien produziert, durch Europa durchgeleitet, irgendwo nach Afrika sollten, aber dann festgehalten werden an der Grenze, weil dann in Europa die Leute sagen, naja, das ist aber hier Markenfälschung, ja, Generika. Oder es geht darum, dass wenn wir im Internet mit unseren Freunden Musik tauschen, dass dann plötzlich der Provider, nicht etwa die Polizei oder die Justiz kommt, sondern der Provider, unser Internetprovider, und uns vielleicht das Internet abschaltet oder uns die ganze Zeit überwacht, weil ACTA eben eine Privatisierung von Rechtsdurchsetzung ermutigt. Ja. Ja? Und das lehnen wir ja ab, und deswegen wollen wir jetzt versuchen, nachdem es dann heute abgestimmt wird, das auch nochmal vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen, und vielleicht klappt es ja. Mal, ob das so mit EU-Recht vereinbar ist, ist eben auch noch nicht klar. Absolut. Naja, wir bleiben da auf jeden Fall dran.
Und ACTA wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen und vielleicht ist es ja auch was, was ihr mal auf eure Tagesordnung setzen wollt und mit dem ihr euch mal beschäftigen wollt. Ja, soweit und bis dann zur nächsten Straßburg-Woche, dann im neuen Jahr und bis dahin erstmal schöne Ferien. Wir jedenfalls machen ein paar Ferien. Genau, und frohe Weihnachten. Tschüss.